Aber Chaka, 1:0 gewonnen, war ein hartes Stück Arbeit hier beim SV Mauer. Habt ihr euch das so schwer vorgestellt? Ja, absolut. Wir erwarten ein schweres Spiel. Aber wir haben ein sehr gutes Spiel heute gemacht. Haben sehr viele gute Aktionen gehabt im Ballbesitz, was wir wollten. Gegner laufen lassen. Haben auch sehr viele Chancen, wo wir auch die Tore machen müssen. Haben wir leider nicht gemacht, aber ich habe den Jungs gesagt, wir müssen geduldig bleiben. Wir wissen, wie Pokale Spiele sind. Bei einem Rheinland-Ligisten, erster Platz Mauerbach. Ich habe die beobachtet, eine sehr gute Mannschaft. Das war das nicht einfach wieder, aber ein Riesenkompliment an meine Mannschaft, wie wir heute aufgetreten sind. Auch Geduld gezeigt haben und auch weitergekommen sind. Klar. Jetzt geht's gegen Eintracht Trier, die auch 1:0 gewonnen haben in Oberwesel. Ist natürlich ein Spiel, vorweggenommenes Endspiel so ein bisschen, oder? Ja, das ist kein Endspiel, das Viertelfinale, aber wir freuen uns, Derby ist ja klar, ist immer schön. Wir freuen uns auch, dass wir zu Hause spielen und ein schönes Spiel auch für die Zuschauer. Haben wir gesehen, auch vor ein paar Wochen in Trier. Ich denke, da kann sich jeder Fan freuen.